Ας ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά. Πόσο τους είχε λείψει το γκολ? Wie viel hat euch gefällt dieses Tor, dass du ein Tor machst? Hat dir gefallen? Ja, war wichtig für mich und für die Mannschaft. Ich habe schon länger kein Tor mehr gemacht, deswegen ist es für mich persönlich sehr, sehr wichtig auch gewesen. Und, aber umso mehr freut es mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte, dass wir das Spiel gewinnen. Μου έλειψε να βάλω τον γκολ. Πιο πολύ όμως μου αρέσει να βοηθάω την ομάδα και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό για να ξεδιπλώσει η ομάδα και να μπορέσει να καταφέρει και τα υπόλοιπα τέρματα. Ποιος πιστεύουν ότι θα τερματίσει με περισσότερα γκολ και assist τη σεζόν? Wer denkt, dass er wird die meisten Tore machen am Ende der Saison? Du oder? Wie viel hat er? Wie viel hast du? Vier jetzt. Der hat vier. Alles zusammen? Alles zusammen. Ich habe drei, ja. Αυτός έχει τέσσερα και αυτός έχει τρία. Και στο τέλος. Ich wünsche es Thomas, dass er viele Tore macht. Seine Aufgabe ist, vorne Tore zu schießen, Assists zu geben. Ich weiß, dass ich auch bis jetzt in meiner Karriere torgefährlich bin, aber ich wünsche es ihm, dass er mehr Tore macht und dass über 10 Tore, wenn ich meine 5 bis 8 Tore schieße und er über 10, dann sind wir super zufrieden. Εύχομαι να βάλει τα περισσότερα γκολ ο Τόμας, γιατί είναι και η θέση του τέτοια η οποία πρέπει να έχει νούμερα και να σκοράρει. Αν καταφέρει να έχει 10 γκολ θα είναι ευχαριστημένος νομίζω και αυτός. Εγώ με τα 5-6 νομίζω θα είμαι και εγώ ευχαριστημένος, γιατί δεν είναι κανονικά η δουλειά μου, αλλά μου αρέσει να σκοράρω κι εγώ. Ο Στέφαν είναι αυτός που ήρθε πρώτος στην ομάδα. Τι ήταν αυτό που είπε λοιπόν στον Τόμας για να τον πείσει και εκείνον να τον συνοδεύσει? Du bist als erster in der Mannschaft gekommen. Was hast du ihm gesagt, damit er auch in unsere Mannschaft kommt? Ja, es hat sich dann so ergeben mit dem Belkas-Transfer, dass dann der Thomas ins Gespräch gekommen ist. Und natürlich hat er mich dann angerufen und wir haben darüber gesprochen. Und ich bin überzeugt davon, dass uns Thomas noch in der Zukunft richtig helfen kann, weil er ein guter Spieler ist. Es ist für uns beide das erste Mal, dass wir im Ausland spielen. Ich glaube, wir sind gut in der Mannschaft integriert. Und ja, es ist eine schwierige Phase jetzt gewesen und wir wollen beide der Mannschaft helfen. Heute ist es uns gut gelungen und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr zeigen können und einfach dem Verein und der Mannschaft helfen können. Τον είπα ότι ένας παίκτης που έπαιζε στην ομάδα μας, αυτός έχει φύγει, είναι ο Πέλκας και μπορείς να παίξεις στη θέση του. Τον είπα ότι η ομάδα είναι αρκετά καλή, υπάρχει οργάνωση και υπάρχει κίνητρο και στόχο στην ομάδα. Μιλήσαμε λίγο, μου είπε και αυτός ότι θέλω να έρθω κι εγώ να παίξω στο, ας το πούμε, στο εξωτερικό, γιατί δεν είχαν φύγει ποτέ από το Βέλγιο, από την Αυστρία. Και συζητήσαμε μαζί και συμφώνησε να έρθει κι αυτός για να βοηθήσει την ομάδα. Και πόσο σημαντικό ήταν για τον Τόμας η παρουσία του Στέφαν εδώ? Wie viel wichtig war für dich, dass der Stefan schon in der Mannschaft war, damit du auch kommst? Ja, wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch ohne den Stefan gekommen, wenn er nicht da gewesen wäre. Aber natürlich. Hättest du gekommen, ne? Ja, aber natürlich war es sehr wichtig am Anfang. Der Stefan wusste schon einiges. Ich konnte mich auch besser in der Mannschaft integrieren. Und natürlich war er wichtig, auch außerhalb vom Platz. Er hatte schon ein paar Kontakte bezüglich Haus etc. etc. Da war er natürlich sehr wichtig für mich am Anfang. Ja. Νομίζω, λέει, θα ερχόμουν και χωρίς τον Στέφαν. Θα ήταν μια καλή κίνηση για την καριέρα μου. Νομίζω ότι και οι δύο καταφέραμε να ανταποκριθούμε σωστά στα θέλω της ομάδας. Σίγουρα με βοήθησε το ότι υπήρχε ένα συμπαίκτης μου ήδη στην ομάδα για να μπορέσει να μου πει τι και πώς και πού βρίσκομαι. Αλλά νομίζω ότι ήταν όντως πολύ σημαντικό η παρουσία του Στέφαν πριν έρθω εγώ. Και κλείνοντας την κουβέντα, πώς βλέπουν το υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν, έχοντας υπόψη ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία και είναι θεωρητικά δύσκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα? Wie sieht ihr eigentlich die Mannschaft? Was können wir machen, damit wir diese Punkte erreichen? Weil wir sind schon zurück von den Punkten. Wir sind 12 Punkte zurück. Was können wir dafür machen? Ja, ich glaube, dass man nicht vergessen darf, dass schon, wenn man vergleicht auch die ersten Spiele jetzt gegen Besiktas, zum Beispiel gegen Benfica, sind viele Spieler gegangen, es sind viele neue Spieler gekommen. Wir hatten auch schon jetzt den Trainerwechsel von Abel auf Pablo. Und natürlich, im Fußball hat man leider nie Zeit, aber ich glaube, etwas Zeit brauchen wir. Und wir müssen einfach uns auf uns konzentrieren, Spiel zu Spiel schauen, unsere Punkte sammeln, uns nicht mit anderen Dingen beschäftigen. Und wenn wir positiv bleiben und die Fehler abstellen, die wir in gewissen Spielen, vor allem in Derbys gemacht haben,
dann haben wir eine gute Mannschaft und es ist was möglich. Aber wir in der Mannschaft und der Trainer und Co., wir müssen kühlen Kopf bewahren, weiterarbeiten, hart arbeiten und dann wird der Erfolg kommen. Έχουν αλλάξει πολλά από την πρώτη περίοδο μετά τη δεύτερη. Τα παιχνίδια που κάναμε με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα δεν είναι το ίδιο. Η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν φύγει πολλοί παίχτες, έχουν έρθει καινούργιοι παίχτες. Έχει αλλάξει ο προπονητής, έχει έρθει καινούργιος προπονητής. Και όλα αυτά λίγο αποσταθεροποιούν την ομάδα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στο αγωνιστικό κομμάτι, να μην σκεφτόμαστε εξωγηπαιδικά θέματα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι το αγωνιστικό και νομίζω μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε και να πλησιάσουμε τον ανταγωνιστή μας.